Hallo, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Und so wie die letzten Videos auch schon, versuche ich die Trophäe zu bekommen mit Nia und ihren einzigartigen Perks. Hier wird schon gearbeitet und außerdem wird auch gerannt. Okay, und da wird gesägt. Ich habe in letzter Zeit richtig, richtig oft den Bubber. Okay, wenn er da nur den Larry macht, mache ich weiter. Ja, richtig oft den Bubber. Aber mit dem kann man ja auch gut Punkte generieren. Also, vielleicht liegt es daran. Nias einzigartige Perks, bevor es hier eskaliert, versuche ich es mal fix. Links haben wir gewieft. Das ist dieses Graffiti-mäßige. Sie rennt schon weg. Sie hat bestimmt Rückenschauer oder so. Danke. Mit gewieft sind die. Er ist hier unten. Ist der Itemverbrauch, also von den Gegenständen wie Werkzeugkoffer oder so, um 25% reduziert, und zwar bei meinen Mitspielern, die bei mir in der Nähe sind. Ist ganz schön eigentlich. Aber ich glaube, da ist Anführer ein bisschen hilfreicher. Und da gibt es ja auch diverse andere Perks, die ganz ähnlich funktionieren. Ja. Dann habe ich noch städtische Umgehung. Das habe ich im letzten Video schon gezeigt. Damit kann man um 100%, wenn man es ausgebaut hat, schneller geduckt laufen. Und guck mal, seht ihr das? Ach, kann ich das? Hier so, da habe ich so einen kleinen Rudolf dran. Das ist im Moment das Weihnachts-Item, was man sich freischalten konnte. Es gibt auch so eine kleine Socke, aber den Rudolf fand ich richtig putzig. Genau. Ja, also städtische Umgehung nehme ich immer ganz gerne mit. Ich spiele ja relativ sneaky. Ist im Hintergrund ist übrigens mein Hund. Ich hoffe, ihr hört den nicht. Der kaut gerade auf einem Kauknochen rum. Also nicht wundern, es bin nicht ich, die hier so rumschmatzt. Gut. Und dann habe ich noch ausgewogene Landung in gelb rechts auf der 3 Uhr. Und weil ich dieses Perk mit habe und es auch mal zeigen wollte, weil gewieft kann man ja nicht richtig zeigen, also könnte man schon, das wird dann unten ja blau angezeigt, die eigenen Perks werden ja da so in groß, in den Farben, wie man es ausgebaut hat, angezeigt. Und wenn die anderen auch Perks mit haben, die auf einen selbst wirken, dann werden die in blau links darunter angezeigt. Also wenn man vom Haken gerettet wird und man sieht da so ein Wir schaffen das aufleuchten, dann am besten in der Nähe von demjenigen bleiben, der einen gerettet hat. Denn der kann einen dann schneller hochheilen. Oder wenn man gemeinsam eben an einem Gen arbeitet und ich habe jetzt gewieft, dann kann man ruhig mal den Werkzeugkoffer auspacken. Denn der Verbrauch. Da war Balanced Landing. Ausgewogene Landung. Jetzt habe ich Eile. Ach, ich habe es gar nicht erklärt. Also, wenn ich Balanced Landing trigger, kann ich aus einem Fenster durchspringen. Oder eben von irgendwo runterfallen. Und habe diesen Stun nicht, den man bekommt fürs Fallen. Ah, das ist gar nicht der Bubba, das ist der Billy. Kommt er von hier? Ja. Ja, und dann kann man ganz toll. Kommt bestimmt hier hin. Kann man richtig toll sich auf dieser Map hier bewegen. Ist die beste Map
für dieses Perk eigentlich. Deswegen habe ich mir auch extra diese Map gewünscht. Weil es hier so viele tolle Fenster gibt. Campt ihr die jetzt ab? Jo, tatsächlich. Ich. Nee, habe ich keine Lust drauf. Warum macht er das denn? Ich habe leider keine geliehene Zeit. Und ich möchte jetzt nicht so zwingend auf Krampf retten, aber. Ich kann ja mal versuchen von hinten hier. Ich habe auch keinen Radius mehr. Mann, ey. Zieht immer die Säge. Ja, das funktioniert dann leider nicht. Ja, dann leider nicht. Wenn er jetzt nicht immer eine Säge ziehen würde, dann hätte ich jetzt einen Schlag tanken können, dann wäre er durch seinen eigenen Schlag gestunt gewesen. Aber das weiß er selber. Mit der Säge kann er einfach alle gleichzeitig down schlagen. Ich zeige noch einmal ausgewogene Landung. Mit ausgewogener Landung hat man eben diesen Stun nicht. Durchs Fallen. Und ist danach dann auch nochmal. Ist einfach alles zu. Um einiges schneller. Jetzt ist er da vorne. Für Nia gibt es sehr viele schöne Outfits. Er sägt rüber. Dann kann ich ausgewogene Landung leider nicht nochmal zeigen. Das eine Mal muss dann leider reichen. Also man hat den Stun nicht. Das war eine sehr kurze Runde. Und läuft danach schneller. 150% schneller. Und ist danach aber erschöpft. Das heißt, man kann nicht so gut ausgewogene Landungen ziehen und dann hart im Nehmen hinterher schmeißen. Das funktioniert nicht, aber es ist generell ein ganz cooles Perk, gerade auf dieser Map, wo viele nicht mal einen Pip gekriegt, ne? Ich konnte niemanden retten. Wo viele Fenster sind. Oh, und super wenig Punkte. Naja, schade. Weil wir eine Torte dabei hatten, aber naja. Ich habe die Trophäe gekriegt. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis bald. Meine Lieben, da bin ich nochmal. Ash vs. Evil ist schon am Teabaggen. Wir sind alle gemeinsam gespawnt, das ist immer ein gutes Zeichen. Die letzte Runde mit Nia ist ein wenig knapp gewesen, deswegen dachte ich, versuche ich mal noch ein bisschen weiter zu spielen mit Nia und nochmal Balanced Landing vielleicht zu zeigen. Mega der Terrorradius, ich gehe auch mal weg. Es ist Legion. In der Fähigkeit. Wir sind auf der Coldwind Farm. Legion kann in der Fähigkeit. Jetzt ist er nicht mehr in der Fähigkeit. Die Aura von einem sehen. Also nicht direkt die Aura, aber so den Herzschlag. Das ist dann so ein puchernder Stern. Ah, korrupte Intervention ist hier auf den Generatoren. Und ich gucke mal, ob ich ein paar Totems finde. Bei Legion habe ich schon ziemlich oft Nöte gehabt. Deswegen Totems. Immer schön Totems wegnehmen. Korrupte Intervention ist, ich glaube, von. Oh, ich weiß ihren Namen nicht. Von der Kotzi. Und damit können 3 Gens am Anfang der Runde gesperrt werden. Für eine gewisse Zeit. Hier ist doch direkt das nächste Totem. Nia, die Totembeauftragte. Ich hoffe, dass niemand innere Kraft mit hat.
Und außerdem hoffe ich, dass ich damit nöd aus dem Weg gehen kann. Ja. Ich setze mich mal an Jen. Er zeigt an, dass gekämpft wird. Und warum habe ich jetzt die Aura gesehen? Geht ziemlich direkt auf mich zu. Eigentlich muss ich hier jetzt weg. Vielleicht hat er sowas wie ich bin ans Ohr dabei. Ja, mal schauen. Vielleicht komme ich auch noch rechtzeitig, bevor er in die letzte Phase kommt. Und er wird gerettet. Gut, dann gehe ich mal hier vorne in den Gen. Genug durch die Gegend gerannt. Muss auch mal wieder was passieren. Ja. Balanced Landing wird schwierig hier vorne. Warum sehe ich immer... Ist das... Warum sehe ich immer die Aura? Nicht in der Fähigkeit. So, jetzt habe ich hier so einen Schlag weggekriegt. Und er wird es von mir ablassen. Ich renne trotzdem ein bisschen weiter. So, okay. Selbstgenesung ist hier auf demselben Knopf. Ja, Legion ist sehr schnell und wurde auch irgendwie überarbeitet und ich habe mir nicht durchgelesen, wie. Ja, deswegen gehe ich mal hier an den Gen, hoffe, dass er kein Barbecue und Chili dabei hat. Ja, Balance Landing könnte ich bei den hier vorne triggern, bei den Mähdreschern. Oder aber bei dem großen Haus, bei dem ich gerade war. So, und sie hat verwandt. Und ich frage mich immer noch, ist bei dunkler Wahrnehmung, dass alle die Aura des Killers sehen? Alle? Ich dachte nur man selbst. Das wäre ja ziemlich cool. Kann ich nochmal nachlesen und spiele ich die nächste Runde mit dunkler Wahrnehmung. So, ich heile mich mal selber. Viele sagen, es bringt nichts gegen Legion zu heilen. Da ich aber auch nicht weiß, wie er überarbeitet wurde. Und ich immer gerne ein bisschen leise unterwegs bin, heile ich mich mal trotzdem. So, der läuft schon. Ja, ich weiß. Ja, Mann, das war aber unglücklich. Ich konnte aber auch nirgends sonst hin. Alle sind hier. Huiuiui. Ich wollte hoch, um Balanced Landing zu triggern. Er macht einen Moonwalk. Geht's euch gut, ja? Vielen Dank, ich gehe woanders hin. So. Alle kommen mir hinterher, was soll das? Das macht mich ganz nervös. Und ich bin hier richtig in der Falle, ne? Er steht so, dass er gesehen wird sofort. Ich habe mich hier wie so ein Feigling versteckt, aber ich konnte hier nirgends runter. Hier erstmal gucken. Hier kann ich auch nirgends runterspringen. Da durch das Loch könnte ich.
Und getriggert. Und gegen die Wand gelaufen. Sehr schön. Gut, dann spurte ich doch mal woanders hin. Geh wieder an den Gen hier. So, jetzt sieht man rechts das Herz. Das heißt, dass ich erschöpft bin. Das sind alles so Sachen. Ich hätte nie gewusst, wie ich das googeln soll. Das kriegt man irgendwie mit der Zeit so raus, dass dieses Herz Erschöpfung bedeutet. Dass die Uhr, die rückwärts läuft, für Erschöpfung. Ich wüsste auch nicht, wie ich das im Dead by Daylight Wiki nachgucken sollte. Da werden auch die Perks des Killers dann angezeigt, also die Statuseffekte, die auf einen einwirken. Halt Erschöpfung oder Erblindung oder Ruin wird da eben auch angezeigt. Und schlampiger Schlachter, das ist dann so ein Knochen, der durchgebrochen ist. Ruin ist wie so ein Kratzer auf dem Boden ein bisschen, also wie diese Falle von der Hexe, das ist ja auch das Perk der Hexe. So, und jetzt haben wir hier schon gleich den letzten Gen durchgezogen und dort war der liebe Legion. Dann gehe ich doch mal hier an den Ausgang. Im Haus weiter. Tja. Ich habe niemanden vom Haken gerettet. Warum liegt sie da jetzt so rum? Oh, hatte Mori dabei? Nein, der hat aufgezehrte Hoffnung. Das ist ein Totem. Und je öfter er Leute aufhängt, desto mehr Stacks bekommt er da drauf. Und dann kann er mit einem Hit einen komplett umhauen. Ich habe nicht aufgemacht, wollte ich nur mal sagen. Okay, er ist raus. Der letzte auch. Ja, der letzte auch. Sehr schön. Dann gehe ich auch raus. Ja, das war doch auch wieder eine schön kurze Runde. GG. Und wir sehen uns. Ciao.